Modellieren, Effilieren, Speedcutting, Chunker. Wo ist der Unterschied? In diesem Video geben wir anhand von Schnittproben einen kurzen Überblick. Mit Effilierscheren oder Modellierscheren wird das Fell grundsätzlich ausgedünnt. Dadurch wirkt der Schnitt natürlich lockerer und fransiger. Eine Effilierschere ist grundsätzlich auf beiden Seiten verzahnt. Auf der einen Seite sind kleine Prismen, eine Art Dreieck, in die Zähne eingeschliffen. Hier gehen die Haare hinein und werden von der anderen Seite der Schere abgeschnitten. Die Modellierschere ist nur auf einer Seite verzahnt. Die gezeigte Schere hat zum Beispiel 46 Zähne. Es werden somit mehr Haare erfasst und geschnitten. Die nachfolgenden Modellierscheren sind länger und bearbeiten so automatisch mehr Fläche. In jedem Zahn befindet sich nicht nur ein Prisma, sondern 4 bis 5. Dadurch wird mit einem Schnitt noch mehr Haar gegriffen und ausgedünnt. Die Zwischenräume der Scheren verlaufen halbrund und sind recht groß, damit man sehr leicht durch dichtes Haarkleid kommt, ohne allzu viel Druck auf die Schere ausüben zu müssen. Der eigentliche Speedcutter oder Chunker von Gaib hat keine Prismen in der Zahnung. Die Zähne schneiden über die komplette Fläche. Somit nimmt diese Schere sehr viel Fell mit nur einem Schnitt. Dies erfordert einige Erfahrung, da natürlich auch leichter zu viel herausgeschnitten werden kann. Die gezeigte Schere hat 30 Zähne und dünnt somit nicht allzu stark aus. Nur die Haare, die in die Zahnung gelangen, werden abgeschnitten. Die Effilierschere ist somit gerade für Anfänger geeignet, da keine Löcher ins Fell geschnitten werden können. Auch diese Scheren haben ein Prisma in jeden Zahn geschliffen, welches die Haare greift und schneidet. Es gibt sie in verschiedenen Längen und Verzahnungen und sie decken mit ihrer Vielfalt verschiedene Schneidetechniken ab. Die mittlere Zahnung ist tendenziell die am meisten gebrauchte Modellierschere in diesem Bereich, da sie bei den meisten Hunderassen zum Einsatz kommen kann. Grobe Zahnung wird bei sehr dichtem Fell, zum Beispiel schwarzer russischer Terrier, Riesenschnauzer und viele mehr, eingesetzt. Durch die weiten Abstände zwischen den Zähnen kommt man sehr leicht in das Fell und kann ausdünnen oder einkürzen, ohne allzu viel Druck auf die Schere ausüben zu müssen. Der Speedcutter oder Chunker lässt ein schnelleres und effektiveres Schneiden zu, eben um auf Zeit zu arbeiten. Sie sind nicht nur robust und langlebig, sondern zeugen auch von einer enormen Schnittkraft und Schärfe.